Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ihr alle habt so ein Video gesehen, 15.01.2020, 18.45 Uhr ist der Blackout vorhergesagt. Ich habe es ja ehrlich gesagt nicht geglaubt, aber ich verfolge in den letzten Tagen smart.de und wir steuern tatsächlich auf eine Dunkelflaute zu. Also es ist gar nicht so unrealistisch. Ja, ich habe jetzt nochmal meine Autos vollgetankt. Hab mir nochmal ein paar Kisten Wasser zusätzlich gekauft, ein paar Dosen, alles was ich noch so in die Finger gekriegt habe, war auf der Bank, hab Gold und Geld abgehobelt und wollte mich jetzt an dem Weg von euch verabschieden, falls er mal doch kommt, euch viel Glück wünschen. Und ja, wer noch ein paar letzte Quicktipps braucht jetzt um 5 vor 12, der bleibt einfach dran. So Leute, das war natürlich nur ein großer Scherz. Aber wer jetzt gerade losrennen wollte und noch was kaufen wollte, der sollte sich überlegen, ob er richtig vorbereitet ist oder nicht. Weil es könnte jederzeit passieren. Ich werde euch das in dem Video zeigen. Wir haben Glück, weil die Netzbetreiber haben mittlerweile eine neue Studie herausgebracht und in der ist der Blackout um ein Jahr verschoben. Das heißt, der kommt jetzt erst 2021. Aber dazu später mehr. Aber eine Frage hätte ich doch an euch. Was wäre jetzt passiert, wenn es tatsächlich so wäre? Was hättet ihr jetzt noch gemacht? Haut es mir unten in die Kommentare rein. Ich bin neugierig, bin gespannt. Wie gesagt, laut der alten Studie hatten wir noch zum morgigen Zeitpunkt 0,5 Gigawatt zu wenig. Und laut der neuen Studie haben wir am 15.01.2020 1 Gigawatt noch übrig. Erst am 3. Mittwoch 2021 haben wir dafür dann auch gleich minus 5,5 Gigawatt. Was also dann richtig scheiße ist. Also, der Blackout verschiebt sich. Ich will euch aber trotzdem zeigen, was die letzten Tage los war. Denn so weit weg ist das ganze Thema momentan nicht. Ich habe euch jetzt hier mal eine Folie aus Smart aufgelegt, wo man mal sieht, es gibt mal viel Wind und Sonne und es gibt mal nichts. Und das ist das Problem bei der Energiewende. Wir haben zwar eigentlich die Erzeuger, aber manchmal produzieren die halt nichts. Und manchmal produzieren es ganz viel. Und ich zeige euch hier einfach mal ein paar Beispiele. Am 27.12.2019 um 10 Uhr war die Prognose 57,9 Gigawatt. Also was man gesagt hat, das werden wir brauchen. Wir haben aber nur 52,7 braucht. Sie haben sie mal eben um 5 Gigawatt verschätzt, also um 10%. Erzeugt haben wir zu dem Zeitpunkt aber nur 48,4 Gigawatt. Das heißt, wir haben um 4,3 Gigawatt zu wenig produziert, die wir uns dann aus dem Ausland holen müssen. Solange das Ausland genug übrig hat zu dem Zeitpunkt, ist das nicht das Problem. Aber die haben ja ähnliche Probleme wie mir, nur nicht ganz so stark. Am 4.1. dagegen um 12 Uhr war die Prognose 57,8, also wieder ähnlich. Der Verbrauch war aber um 61,5 Gigawatt. Also vorher hat man 52 verbraucht, jetzt 61. Haben schon mal 9 Gigawatt Unterschied. Schon mal eine Menge. Erzeugt haben wir aber zu dem Zeitpunkt 72 Gigawatt. Das heißt, wir haben um 10,5 Gigawatt zu viel produziert. Und, wie wir gelernt haben, Strom, der erzeugt wird, muss auch verbraucht werden. Das heißt, den verkaufen wir dann ins Ausland, aber wir kriegen da nichts dafür. Nein, das Ausland sagt zu Recht, ja, sorry, wenn wir deinen Zappelstrom abnehmen müssen, zahlst du. Und sicher nicht Sachen wie, dass wir zu viel und mal zu wenig haben, haben wir uns, glaube ich, im letzten Jahr, ich habe die Zahl noch nicht bestätigt gekriegt, aber sie war irgendwo bei 1,5 Milliarden Euro, was wir hier zahlen. Weil wir zahlen ja die Erzeugung und nochmal die Abnahme extra. Ein Irrsinn, wirtschaftlich. Wind will ich euch auch mal ein Beispiel zeigen. Am 4.1.2020 um 13 Uhr hat man sehr viel Wind. Sehr viel heißt Onshore 35 Gigawatt, Offshore 5,5, haben miteinander 40,5 Gigawatt. Am 25.12., also nur ein paar Tage vorher, 10 Tage vorher oder so, um 18 Uhr hat man Onshore 3,5 Gigawatt, ein Zehntel. Vorher 35 geht es 3,5 und Offshore statt 5,52, also noch nicht einmal die Hälfte. Das heißt, wir hatten jetzt statt 40,5 nur 5,5, eine Differenz von 35 Gigawatt. Das sind 60% von dem, was wir verbrauchen, schwankt
der Windstrom und der Photovoltaikstrom, also die erneuerbaren Energien. Wie sollte man daraus ein Netz kalkulieren? Und es gibt ja immer nur, die zu mir sagen, ja, ist kein Problem, wir können sofort AKWs und Kohle abschalten. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, was passiert wäre. Kommen in dem Programm, kann man das ja wunderbar rausmachen und so sehe es ohne Kohle und Atomkraft aus. Am 7.1. zum Beispiel um 11 Uhr haben wir dann noch 34,6 Gigawatt erzeugt, haben aber 68,9 Gigawatt verbraucht. Es fehlen 34,3 Gigawatt. Jetzt kommen natürlich die ganz schlauen und sagen, ja, ja, wir haben ja noch Gas. Richtig. Wir haben aber hier bereits 8,5 Gigawatt Gas drin und insgesamt haben wir 24 Gigawatt. Das heißt, wir hätten noch 15 Gigawatt dazuschalten können. Also fehlen uns noch irgendwo 18, 19 Gigawatt. Wir haben zwar theoretisch die Möglichkeit, gehen wir später noch drauf, bis zu 19 Gigawatt von alle Nachbarländern. Aber dann muss jedes Nachbarland in dem Moment gerade einen Überschuss an Strom haben, um uns hier zu retten. Also das heißt, hier wäre ein Blackout wahrscheinlich. Gut, wir haben in Deutschland natürlich wesentlich mehr installiert, als wir nutzen können, weil manche haben in Revision, manche haben in dem Moment nicht einsetzbar. Das heißt zum Beispiel, es geht gerade kein Wind nicht oder es scheint gerade keine Sonne. Wir haben natürlich auch Ausfälle logischerweise und manche haben auch für die Reserve abkommandiert. Und so können wir nur einen Teil von dem nutzen, den wir eigentlich haben. Das ist leider so ein Punkt, den die Grünen nicht ganz kapiert haben. Die sagen, es ist so viel installiert. Leicht, ja, ganz leicht. Naja, nicht ganz. Es gibt also hier eine pauschale Ausfallrate. Und zwar geht man hier davon aus, dass zu 99% der Strom komplett verfügbar sein muss. Und dann hat Kernenergie eine Ausfallrate von 5% aufs Jahr gesehen. Klar, die müssen mal abgeschaltet werden, mal gewartet werden. Braunkohle, Steinkohle 9%, Gas 7% und Öl 9%. Das sind also sehr sichere, mit deren Leistung kann man fast immer rechnen. Wind dagegen hat eine Ausfallrate von 99%. Also nur zu 1% ist es immer nutzbar. Also in der vollen Leistung. Photovoltaik natürlich komplette Ausfallrate, weil es klar, in der Nacht gibt es keinen Strom. Also das ist nichts, was ich immer verwenden kann, sondern das kann ich halt nur untertags verwenden, wenn die Sonne scheint. Sonst halt nicht. Laufwasser hat von 75% Ausfallquote im Pumpspeicher, da weiß man es nicht genau, man schätzt um die 20%, also nur relativ gut. Was man auch noch wissen muss, dass unsere Kapazitäten ins Ausland oder zu uns rein begrenzt sind, und zwar aktuell auf 19,7 Gigawatt. Die könnte uns das Ausland liefern, Voraussetzung, die haben es gerade zur Verfügung. Und auch die produzieren nicht einfach zum Spaß Leistung, sondern die muss dann angefordert werden, da müssen die Kraftwerke hochfahren. Und wo kommt das meiste von dem her? Aus Atomkraftwerke. Das heißt, wir schalten unsere sicheren ab und holen uns dafür aus Holland und aus Frankreich, aus den unsicheren Atomkraftwerke unseren Strom. Das ist Energiepolitik vom Feinsten. Muss man einfach mal so sagen. Gut, gehen wir mal zum Thema Dunkelflaute. Ich lese das einfach mal vor. Vergleichbare Situationen sind in der Vergangenheit bereits aufgetreten. So gab es Mitte Januar 2017 eine Kältephase mit einzelnen Tagen, an denen zwar nicht die Jahreshöchstlast aufgetreten sich aber eine relativ hohe Last in Kombination mit einer geringen Windeinspeisung und hohen konventionellen Nichtverfügbarkeiten ergeben hat. Also da waren einmal die normalen ausgeschaltet. Für Letzteres gab es vielfältige Gründe wie der Wegfall der Kernbrennstoffsteuer und Kohletransportprobleme. Muss man sich mal vorstellen, da gab es Transportprobleme von Kohle. Unter anderem aufgrund von dem Niedrigwasser in die Flüsse konnte das nicht mehr, habt ihr ja mitgekriegt, damals auch mit Benzin, konnte das nicht mehr über die Flüsse transportiert werden. Weitere hohe Nichtverfügbarkeiten von französischen Kernkraftwerken traten zeitgleich auf. Auch dort war zu wenig Wasser, dann müssen die auch die Kernkraftwerke runterfahren. Das heißt, Frankreich hatte tendenziell zu wenig Strom. Also die können uns nichts mehr liefern. Fällt schon mal ein großer Teil weg. Insbesondere zeigt sich, dass aufgrund der räumlichen Ausdehnung solcher Dunkelflauten, genau, die ist nämlich nicht nur über Deutschland und Österreich scheint die Sonne, sondern die ist dann in der Regel über das ganze Europagebiet. Überregionale Ausgleichseffekte der Windeinspeisung häufig nur begrenzt zum Tragen kommen können. Auch Ausgleichseffekte bezüglich des Verbrauchs sind in solchen Fällen als gering einzustufen. So herrscht im oben beschriebenen Fall 2017 die Kältewelle in ganz Europa, insbesondere auch in Italien und Frankreich. Und wie heizen die Franzosen? Mit Strom. Wir heizen immer mehr Deutsche mit
Ja, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr, genau. Luftwärmepumpe zum Beispiel oder Wärmepumpe. Und was braucht die? Strom. Das ist mal so. Das heißt, wenn so eine finster, eine Dunkelflaute ist, dann wird auch noch mehr Strom verbraucht, weil die ganzen Heizungen laufen. So, wir kommen jetzt zu dem Bericht der Netzbetreiber. Und zwar ist auf der letzten, vorletzten Seite ist hier das Datenblatt der Leistungsbilanz Gesamtdeutschlands. Und da gehen wir einfach mal durch, weil da haben eben schon die Unterschiede zwischen 2017 und was bis 2021 passiert. Und das weiß man schon, weil man weiß, was wird bis dahin abgeschaltet. Und da sieht man zum Beispiel bei AKWs von 10,8 geht die Leistung auf 8,1 Gigawatt runter. Haben also schon mal über 2,5 Gigawatt, die wo eigentlich normal immer verfügbar waren, die wir nicht mehr haben. Fossile Brennstoffe gehen also dann von 77,5 auf 70,7 Gigawatt runter. Also rund 7 Gigawatt, die wir nicht mehr haben. Selbst Gas geht von 26,8 und auf 24,3 runter. Und das ist das, wo uns dann die Grünen immer erzählen, mit Gas ist doch alles kein Problem, wir nehmen lieber Gas wie Kohle. Kohle haben wir zwar selber und Gas nicht, aber okay. Naja, Erneuerbare sind dafür von 103 auf 127 Gigawatt gestiegen. Also ist doch alles in Ordnung, oder? Naja, davon sind aber nur 7,8 Gigawatt Biogas, das zu 65% zumindest verfügbar ist. Sonst, die anderen Sachen sind zu 99% bzw. 100% nicht sicher, also nicht immer verfügbar. Gesamt geht es also dann von 205 auf 219 Gigawatt auf, was im ersten Moment gut klingt und was halt uns dann auch immer erzählt wird, ja, ist alles in Ordnung. Revision zum Beispiel war, dieses Ding ist ja im 2018 entstanden und man sieht also, hier hat man immer 6,7 Gigawatt und jetzt werden aber nur noch mit 2 Gigawatt gerechnet. Warum auch immer. Die Netzwerkreserve gibt es ja dann nicht mehr, dafür gibt es eine höhere Sicherheitsbereitschaft, aber statt 6,6 habe ich dann eigentlich nur 2,4 Gigawatt. Dann nicht einsatzbereite Leistung und das ist hochinteressant und zwar ist das gerechnet um 18:45 Uhr bei einer Dunkelflaute bei minus 7,7 Grad. Das ist da, wo wir die Heizung alle gern einschalten, weil da ist es nämlich arschkalt. 2017 waren das, was nicht verfügbar ist zu dem Zeitpunkt, 72,3 Gigawatt und jetzt sind es bis zu 131 Gigawatt, die nicht verfügbar sind. Also 58 Gigawatt mehr als noch 2017. Tendenz steigend. Und das ist ein richtiger Irrsinn. Verfügbare Leistung damit, 2017 waren es noch 123 Gigawatt und 2021 haben es 79 Gigawatt. Also 44 Gigawatt insgesamt weniger. Die Last 2017, mit der man gerechnet hat, waren 79 Gigawatt. 2021 rechnen wir schon mit 82,6, weil wir haben ja mehr Stromverbrauch, mehr E-Autos, mehr sonstige Geschichten. Also eigentlich haben wir ja nicht weniger, wir haben zwar weniger Leistung produziert, aber wir haben mehr, was wir verbraucht. Das heißt, für 2017 verbleiben rund 42 Gigawatt. 2020, und das ist der Clou, wir sind also gerettet, morgen 1 Gigawatt. Laut dieser Statistik und 2021 minus 5,5 Gigawatt. Das heißt, 2020 stand damals 0,5 minus, 2021 steht jetzt 5,5 minus. 5 Gigawatt mehr. 5 Gigawatt mehr. Und das ist fast 10% von dem, was wir zurzeit so verbrauchen. Das ist eine ganze, ganze Menge. Sind wir jetzt also morgen oder heute, je nachdem man so schaut, am 15.01. safe? Ja klar, es war ein rein statistisches Datum. Aber ich habe gesehen, im Dezember gab es bereits mehrfach kritischere Situationen, die definitiv ein massives Einschreiten und eine Hilfe vom Ausland nötig machten. Und es wird ja nicht besser. Es fallen ja noch die 10, oder jetzt noch die, da hat man ja nur fast 10,5 Gigawatt AKWs, die fallen weg. Es fallen nur mal einige Gigawatt Braunkohle weg in den nächsten 1-2 Jahren. Tja, also die Tendenz zum Blackout muss ich einfach, wenn ihr diese Zahlen anschaut, ganz klipp und klar sagen, die nimmt leider zu. Ich kann es nicht anders sagen. So Leute, das war es heute wieder von mir. Wie gesagt, war natürlich am Anfang nur als Scherz gedacht mit dem 15.01. Aber ich habe mir gedacht, das kommt gerade so gut, das machen wir gleich nochmal.
Und aber ihr habt es gesehen, selbst in der neuen Broschüre und was so momentan los ist, schaut es zurzeit nicht ganz so rosig aus. Also hier so zwischen Weihnachten und Heilig Dreikönig, da hat man echt, meine ich mal, richtige Probleme drin. Und Respekt an die Ingenieure, die uns hier rausgerissen haben. Anders kann man es leider nicht sagen. Gut, das war's wieder von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und wenn ihr noch mehr Videos dieser Art sehen wollt, dann einfach Kanal abonnieren. Kommt jede Woche ein neues oder zwei neue Videos. Also, pfiat euch, bis zum nächsten Video. Servus.